Leute, Stefan Weisgerber und heute gibt es ein Tutorial zum Kreuzheben. Das Kreuzheben ist eine Übung für die Oberschenkelrückseite, für den Hintern und den unteren Rücken, also diese Partie hier. Ihr habt aber außerdem auch den Lat, den oberen Rücken, die Schultern, die Arme drin, im Prinzip den ganzen Körper. Deswegen ist die Übung auch so wichtig, deswegen gehört das Kreuzheben zu den Grundübungen. Wir starten mit der Stange auf dem Boden. Wir heben quasi aus dem Toten raus, deswegen heißt es den Deadlift auf Englisch. Wichtig ist hier, dass ihr die großen Gewichte drauf packt. Für alle anderen, die noch weniger als jetzt hier ein 20er oder so bewegen können, macht ihr das rumänische Kreuzheben. Ist eine andere Variante, ist meiner Meinung nach für die Anfänger besser, kommen wir aber später dazu. Es geht im Prinzip darum, dass ihr bei den großen Gewichten den Abstand zum Boden braucht, da ihr sonst nicht tief genug kommt und sonst nicht beweglich genug seid und euch den Rücken verletzt. Also, wir haben die Stange hier, wir haben 20er drauf. Und dann ist der Hauptfehler, dass die Leute zu weit wegstehen. Also wir müssen wirklich eng an die Stange ran, sodass eure Schienbeine im Prinzip die Stange fast berühren. Wenn ihr hier wegsteht und hier hochhebt, dann habt ihr einen ganz ungünstigen Winkel für den unteren Rücken. Das heißt, eng an die Stange ran und der Griff ist außerhalb der Knie. Okay, ihr könnt hier ein bisschen breiter greifen. Wichtig ist, dass ihr hier seid. Okay, enge Variante. Nennt man dann Sumo-Kreuzheben, darum geht es heute nicht, ist eher was für Powerlifter. Wir haben hier das klassische Kreuzheben, Arme hier seitlich und dann, bevor ihr hochgeht, erstmal die Spannung aufbauen. Das heißt, boom, hier Hüfte anspannen, Hintern anspannen, Rücken anspannen, den Rücken gerade machen, den Nacken anspannen, atmen und dann in einem Zug hoch. Den Hintern anspannen, Hüfte nach vorne, Oberkörper aufrecht und bitte die Schultern nicht hängen lassen. Dann geht ihr wieder runter und wieder hier hoch, runter, hier hoch. Das ist das Kreuzheben. Eine der Hauptfehlerquellen ist zum einen, dass der Rücken nicht gerade ist. Einfach weil zu viel Gewicht ist, weil euch die Körperspannung fehlt. Das sieht dann so aus, dass euer Rücken hier nicht gerade ist. Ihr solltet hier wirklich, bevor ihr anfangt zu heben, erstmal die Grundspannung aufbauen. Das Gewicht auf die Fersen legen und aus den Fersen hier hochdrücken. Der zweite Fehler ist, dass ihr die Schultern hängen lasst. Ihr müsst auch wirklich den oberen Rücken hier gerade machen, hier rangehen, dass euer Rücken komplett unter Spannung ist und dann aufstehen. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr die Knie und die Hüfte gleichzeitig streckt. Ich mache es mal kurz ohne Stange, dass ihr es besser sehen könnt. Ihr müsst hier die Knie strecken, während sich die Hüfte streckt und bam. Einer der Hauptfehler ist auch hier wieder, dass ich zuerst die Knie strecke und dann den Rücken. Und dann habe ich wieder einen schlechten Winkel für den unteren Rücken. Seht ihr oft bei Anfängern, wenn zu viel Gewicht drauf ist, dass sie hier erstmal aus den Beinen hochkommen und dann der Rest aus dem Rücken gehen. Es muss quasi wirklich wie eine Linie, boom. Auch hier ist es so beim Kreuzheben, ähnlich wie bei den Kniebeugen, dass die Stange, wenn ihr jetzt von der Seite schaut, in einer Linie hoch und runter geht. Im Prinzip hier. Eure Knie gehen um die Stange, nicht die Stange um die Knie. Ich mache es jetzt mal absichtlich falsch. Okay, sieht dann meistens so aus, dass hier versucht wird, um die Knie rum und beim Runtergehen traut man sich nicht so wirklich und macht den hier. Okay, dass man hier versucht, um die Knie rum. Bloß nicht machen. Ihr habt nur Stress auf dem unteren Rücken, wollen wir nicht. Die Stange geht in einer Linie hoch und wir strecken die Knie hier ganz kurz vor der Stange. Kann sein, dass ihr am Anfang hier ein bisschen aufschürft am Schienbein. Ist vollkommen normal, da müsst ihr durch, bis ihr die Technik richtig könnt. Knie, Hüfte gleichzeitig strecken. Die Stange in einer Linie hoch. Die Schultern nicht hängen lassen. Spannung aufbauen, Rücken gerade machen. Atmen, nicht die Luft anhalten. Das ist das Kreuzheben. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Channel. Falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns bis dann. Peace.